Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen ein bisschen Waldfragestunde. Da hat sich ein bisschen was angesammelt. Und zwar wollte jemand wissen, ergänzend zu dem, was Bäume bei Trockenheit machen, was Tiere eigentlich bei Trockenheit machen. Ne? So, und da kommt es jetzt sehr drauf an, welches Tier wir uns jetzt angucken. Also die großen Waldtiere, die großen Waldsäugetiere, sprich Reh, Rotwild und die Wildsau, diese drei, die da wirklich einigermaßen nennenswert vertreten sind. Rotwild natürlich immer nur in Rotwildgebieten bei uns, aber wo es vorhanden ist, da hat es ähnliche Probleme wie das Reh. Die haben schon so ein bisschen zu kämpfen. Die brauchen auf jeden Fall bei diesen Temperaturen und dieser Trockenheit, die jetzt schon so lange andauert, einen gewissen Aufwand, um eben entsprechend auch noch für ihre Wasserversorgung geeignete Plätze zu finden, wo sie dann halt auch entsprechend mal was trinken können. Normalerweise muss ein Reh oder ein Hirsch so gut wie nichts trinken, weil die grüne Pflanzenmasse, die die verzehren, enthält ja per se schon einen ganzen Haufen Wasser. Das ist auch so ein kleiner Survival-Trick bei Wassermangel, aber man ist irgendwo, wo man jede Menge grüne Pflanzenmasse, die zumindest mal ungiftig ist und einigermaßen essbar, wenn auch nicht nahrhaft, aber zumindest mal essbar ist, dann kann man sich da auch jede Menge von dem Grünzeug eben entsprechend reinschieben, um den Wasserbedarf des Körpers einigermaßen zu decken. Also das geht schon auch zu einem gewissen Maß. Und da der Reh und Rotwild eben entsprechend darauf spezialisiert sind, können die fast ihren vollständigen Wasserbedarf bis hin zu wirklich komplett ihren vollständigen Wasserbedarf nur durch ihre Nahrung decken. Jetzt ist aber so trocken und natürlich enthält auch so ein saftiges grünes Blatt, das halt eben nicht mehr saftig ist, jetzt nicht mehr so viel Wasser und dann werden sie auch mal zum See gehen müssen oder zum Bach oder zur nicht mehr vorhandenen Pfütze und dann halt eben ein paar Schlucke trinken. Es gibt im Wald in den meisten Wäldern immer noch Bäche, die Wasser führen. Die werden etwas knapper langsam, aber die Tiere wissen ja, wo die sind. Das haben die sich im Laufe ihres Lebens gemerkt. Die haben ja ihr festes Revier im Regelfall oder zumindest mal ein Streifgebiet und kennen sich da auch gut aus und die wissen dann, wo es Wasser zu holen gibt. Dann gehen sie da hin, dann trinken sie was und dann ist auch wieder gut und verstecken sich ansonsten vor der Mittagshitze. Das machen sie aber sonst auch sowieso einfach, weil es so hell ist und unsere größeren Tiere ja sowieso alle nachtaktiv geworden sind aufgrund von Tourismus und Bejagung. Vermutet man, das ist an sich ist aber eigentlich nicht zwingend was Schlimmes, aber da kann man sich jetzt drüber streiten, das ist ein ganz anderes Thema. Jedenfalls, die kommen ganz gut zurecht. Also da ist nicht damit zu rechnen, dass jetzt irgendwelche Rehe verdursten oder irgendwelche Hirsche verdursten. Bei der Wildsau sieht es ein bisschen anders aus. Die sind ja darauf angewiesen, ihre Sulen zu haben, zur Borstenpflege, sage ich jetzt mal, damit sie sich schön im Schlamm wälzen können, dann der Schlamm schön trocknet, was sehr flott geht natürlich zurzeit, und dann am Baum abschrubben, um halt eben entsprechend lästige Parasiten loszuwerden. Das wird schwierig, weil die normalen Sulen, die die Wildschweine so nutzen, oft halt auch irgendwo mitten im Wald gelegen sind, wo einfach eine etwas feuchtere Stelle ist, was dann schon reicht für den Zweck. Oder irgendwo so ein ganz kleines Rinnsal durchgeht, was dann auch reicht für den Zweck. Das ist natürlich alles ausgetrocknet inzwischen, überall. Also da wird es kaum noch eine Ecke in Deutschland geben, wo die nennenswert aus dem Vollen schöpfen können, was die Anzahl der Sulen angeht. Und deswegen weichen sie halt auf die paar Stellen zurück, die jetzt immer noch als Sule geeignet sind. Weshalb man vermehrt Wildschweine jetzt auch an den Bächen antreffen wird, weil sie sich direkt am Bach wahrscheinlich dann schon Sulen werden anlegen müssen. Habe ich erst vor ein paar Wochen mal mit einer kleinen, bei einer Barfußwanderung mit Kindern festgestellt, also den Bach entlang. Normalerweise ist da, also kommt man auch durch so ein Dickicht, wo man normalerweise nicht durch sollte, es sei denn, man ist wirklich viele, viele Personen, insbesondere viele lärmende Kinder. Da suchen die Schweine schon längst das Weite, bis man auch nur ansatzweise in ihre Nähe kommt. Also bei so einer großen Gruppe von Leuten, die da unterwegs ist, was war man denn, 30 Personen, irgendwie sowas, dann ist das kein Problem. Ansonsten wäre das schon nicht ganz ungefährlich, da in so ein Wildschwein-Dickicht einzudringen. Davon abgesehen darf man es auch normalerweise eigentlich nicht. Jedenfalls, da haben wir gesehen, dass die halt eben extra eine neue Sule, die sah noch relativ frisch aus, eben mitten am Bach quasi angelegt haben und jedes flache Bachufer wurde von den Schweinen quasi genutzt, um da ihre jeweilige Sule anzulegen, weil die halt wirklich
Mangel an Suhlplätzen haben. Das ist so das Hauptproblem. Wirklich verdursten kann so eine Wildsau auch nicht. Die muss dann schon mal was trinken gehen am Fluss, ist am Bach. Aber das ist ja auch keine Schwierigkeit. Wenn dann genug Wasser zum Suhlen da ist, dann finden sie auch genug Wasser zum Trinken. Und der eine oder andere Bach, der führt ja auch noch Wasser. Nach wie vor ist ja die Grundwassersituation in großen Teilen Deutschlands immer noch ganz in Ordnung, auch wenn es natürlich langsam wirklich etwas kritisch wird. Und viele Gemeinden langsam darauf hinweisen, dass man doch Wasser nicht unnötig verschwenden möge, je nachdem, wo man halt wohnt, ne? Wie man ans Fernwassernetz angeschlossen ist. Der Bodensee verliert jeden Tag 3 cm oder was, also Spiegel. Ist schon etwas beängstigend, ne? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, die kommen alle ganz gut zurecht, die großen Tiere. So, was sind denn zum Beispiel mit den kleinen Waldbewohnern? So Eichhörnchen, Marder, Fuchs, Dachs und so weiter. Grabetiere haben das Problem, dass sich sehr schlecht graben lässt in dieser sehr, 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 sehr trockenen Erde. Und die werden wahrscheinlich mit mehr oder weniger dem jetzt auskommen müssen, was sie gerade so haben, an möglicher Höhlensystem, was halt da ist. Und halt wirklich in der trockenen Erde rumbuddeln, weil zum Beispiel so ein Maulwurf, der ist ja darauf angewiesen, irgendwie weiter zu buddeln, um halt neues Futter auszugraben. Er gräbt sein Futter ja quasi aus. Und ja, das macht es natürlich schwierig. Generell, wer den Erdboden bewohnt, wenn der so wahnsinnig durchgetrocknet ist wie jetzt, der hat enorme Schwierigkeiten. Das macht die Nahrungsverfügbarkeit für die ganz kleinen Tiere sehr, 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 sehr schwer. Pilze, Bakterien, etc. und so weiter und so fort können auch keine Blätter zersetzen, wenn der Boden vollkommen ausgetrocknet ist, können die gar nicht arbeiten. Die brauchen auch Wasser. Sprich, eine Nährstoffumsetzung in den Boden, wovon die Bodentiere leben können, findet auch nicht statt. Also da ist schon jetzt inzwischen wirklich zappeduster. Da wird einige sterben. Da wird definitiv sehr viel eingehen und einige wenige, die halt das Glück hatten, an der richtigen Stelle zu sein, werden da überlegen, beziehungsweise natürlich diese Destruenten, die fürs Zersetzen der Nährstoffe zuständig sind, die können auch größtenteils ganz gut austrocknen und überleben das dann trotzdem. Also diesbezüglich muss man sich jetzt keine großen Sorgen machen. Oder es wird jetzt auch nicht zu einer riesigen Maulwurfsterben kommen, vermutlich. Aber angenehm ist es ganz bestimmt nicht und der eine oder andere bleibt dann mit Sicherheit auf der Strecke. Ja, Nagetiere und solcherlei Gesellen, denen geht es noch einigermaßen gut. Die werden bald auch noch davon profitieren, dass viele Bäume am Notfruktifizieren sind. Also sprich Notreife gerade stattfindet. Soll heißen, oh Mist, mir geht's in den Kragen, ist so trocken, ich kann nicht mehr. Ich mache mal sicherheitshalber lieber noch mal ein paar mehr Samen, damit meine Nachkommen dann im nächsten Jahr wenigstens dafür sorgen, dass der Arterhalt gesichert ist. Ne? Das machen jetzt derzeit sehr viele Pflanzen. Das kann man sogar in der Landwirtschaft beobachten, dass viele Bauern quasi geerntet haben, was jetzt an Notreife da war. Dass das Getreide früher reif geworden ist, also quasi so, oh Mist, mir geht's an den Kragen, ich muss jetzt ganz schnell irgendwie wenigstens ein paar Körnchen produzieren. Und dann hat man halt geerntet, was da war. Die Einbußen bei der Landwirtschaft sind ja schon deutlich entsprechend vorhanden. Und so ähnlich machen das jetzt auch vor allen Dingen eben die Bäume, dass sie jetzt teilweise übermäßig fruktifizieren. Kann man schön bei den Eichen sehen. Habe ich da jedenfalls schon ganz gut beobachtet, dass sehr viele Eicheln dranhängen. Die Eiche kommt ja mit der Trockenheit auch vergleichsweise gut zurecht und nutzt jetzt halt eben vielleicht auch diesen Konkurrenzvorteil, dass die Eiche gut mit der Trockenheit zurechtkommt, vieles andere nicht und sie deshalb eben gute Bedingungen hat, um sich entsprechend zu vermehren. Der ein oder andere Eichenschädling kommt auch nicht ganz so gut mit der entsprechenden Trockenheit klar und da sind gute Bedingungen eigentlich für Eichen jetzt zur Fruktifikation, aber eben auch wegen, wenn es noch trockener wird und ich selber drauf gehe, dann sind wenigstens meine Eicheln schon entsprechend da und entsprechend reif und oder reif entsprechend noch nach und eben der Artbestand ist gesichert. Aber jetzt kommen wir schon wieder zu den Pflanzen. Worauf ich hinaus wollte, war, durch diese ganze Notfruktifikation der Bäume haben halt alle, die sich von sowas ernähren, also auch mal so ein Mäuschen, ein Eichhörnchen und so weiter und so fort, eigentlich ganz gute Nahrungsgrundlagen. Also das ist jetzt nicht so dramatisch. Wo wir gerade beim Eichhörnchen sind, dem macht die Trockenheit auch nicht so viel aus. Das kann sich in den kühlen Kobel zurückziehen, das kann auch mal irgendwo Wasser schlecken, mal kurz zum Bach hin, dann muss es halt
halt mal in Gottes Namen auf dem Boden. Das macht es nicht gerne. Das überlebt es aber entsprechend auch. Es sei denn, es kommt dann halt gerade jemand und frisst es. Aber ansonsten sollte das eigentlich im Bereich des Möglichen sein für das Eichhörnchen, da dann auch einigermaßen gut klarzukommen. Was haben wir denn noch für Tiere? Vögel. Vögel haben zum Teil Schwierigkeiten, weil Insekten sind knapp. Also die Trockenheit macht vielen Insekten zu schaffen, gerade diesen. Also erstmal auch leider vielen seltenen. Aber, und das ist für im ersten Moment jetzt mal was Gutes, im zweiten Moment wieder was Schlechtes, auf den nervigen Stechmücken. Wir haben dieses Jahr erheblich weniger Stechmücken, beziehungsweise die sind jetzt alle schon langsam am Verrecken. Und es werden auch sehr, sehr, sehr wenig Stechmückenlarven eben erwartet, weil zu wenig Tümpel, Teiche, Wasserflächen da sind, wo die sich, wo die ihre Eier ablegen können. Deswegen gewisser Mangel an Stechmücken führt halt dazu, dass dann viele Vögel, die insbesondere zum Beispiel gerne Stechmücken oder andere eben massenmäßig sehr viel vorhandene Insekten eben fressen, die haben jetzt Schwierigkeiten. Die haben enormen Nahrungsmangel und gerade solche Vögel nicht so gut. Zugvögel hauen früher ab, weil es denen zu trocken wird. Und wir gucken lieber, ob sie woanders irgendwie ein bisschen bessere Nahrungsgrundlagen finden. Das ist dann ja auch wiederum eigentlich nicht so schlimm, weil die können ja abhauen. Die sind ja mobil und können wohin fliegen, wo die Dürre halt eben nicht derartig schlimme Ausmaße erreicht hat. Interessant könnte es werden mit den Tieren, die nach Skandinavien abhauen, weil da ja auch wirklich massiv die Trockenheit entsprechend zugeschlagen hat. Man hat es ja mitbekommen von den Waldbränden in Schweden und generell ist da auch alles für skandinavische Verhältnisse wahnsinnig ausgedörrt. Die haben den trockensten Sommer seit 1974, glaube ich. 1974 war bisher so das Extremste, die extremste Dürre der jüngeren Zeitrechnung. Und in vielen Gebieten ist 2018 jetzt die neue extremste Dürre der jüngeren Zeitrechnung, also extremer als quasi im Prinzip fast alles, außer, das muss ich jetzt auch kurz anmerken, auch wenn es eigentlich nichts mit dem Thema zu tun hat, aber das ist ja kein Kurzwissen, das heißt, ich darf hier abschweifen, auch mal wieder schön. 1540 ist, soweit man weiß, der dürrste Dürresommer gewesen, den es je gegeben hat, soweit man das halt eben rekonstruieren kann. Und da sind wirklich massenweise Leute eben verhungert, schlicht und ergreifend. Das Vieh musste notgeschlachtet werden, man hat die Viehbestände auf ein Minimum reduziert und man konnte durch jede Menge eigentlich normalerweise sehr wohl sehr wasserführende Flüsse durchlaufen. Selbst der Rhein ist, ich glaube bei Köln zum Beispiel, mal zeitweilig verebbt. Also man konnte durch den Rhein durchlaufen. Also das sind natürlich schlimme Zustände entsprechend gewesen. Also man kann bisher sagen, dass 1540 die Jahrtausenddürre gewesen ist. Und der eine oder andere Klimaforscher, der ist jetzt so ein bisschen am Überlegen, ob nicht 2018 vielleicht die neue Jahrtausenddürre werden könnte. Ne? Mal angenommen, es regnet jetzt fröhlich weiter nicht, den kompletten August nicht und so sieht es ja leider aus. Und im September ist es dann auch noch entsprechend dürr und im Oktober kommt auch nicht viel runter. Ja, dann ist die Kacke langsam wirklich am Dampfen. Zwar gehen die Bäume dann sowieso in den Herbst, also die Holzpflanzen gar nicht so schlimm, aber die Böden werden halt derartig ausdörren und dann wird es auch wirklich für viele Tiere wirklich sehr, 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 sehr kritisch, weil sie dann irgendwann halt auch kaum noch Oberflächenwasser entsprechend finden, wovon sie ja doch dann gewisse Mengen benötigen und dann ist die Scheiße wirklich langsam ein wenig am Dampfen. Wir haben ja jetzt schon massive Schäden auch am Wald, je nachdem in welcher Region wir uns befinden, insbesondere halt bei den jungen Bäumchen, ist es jetzt inzwischen wirklich sehr, sehr, sehr dramatisch. Da gibt es Gebiete, gerade in Norddeutschland, wo sämtliche gepflanzte Verjüngung, und das kostet auch ein Schweinegeld, ne? Also der finanzielle Schaden ist halt auch durchaus gegeben, quasi restlos vertrocknet ist. Die Wurzeln waren noch zu kurz, reichen halt nicht runter in die noch wasserführenden Bodenschichten und damit hat sich das erledigt. Und was dann noch erschwerend dazu kommt, und das ist nämlich ganz interessant, also schon wieder ein Exkurs, aber ist egal, dass man dieses Phänomen gerade in älteren Wäldern nicht so sehr beobachten kann, in Anbetracht dessen, dass ja diese
Theorie ins Frischen, beziehungsweise diese neuen Erkenntnisse bezüglich dieses weltweiten Netzwerks da jetzt kursieren, kann man da fast von ausgehen, dass halt eben bei etwas älteren Wäldern, wo man nicht die Verjüngung frisch dazu gepflanzt hat, sondern wo die wirklich schon ein bisschen länger da ist, eben dieses Netzwerk besser funktioniert und dass die alten Bäume mit ihren Wurzeln, die so tief reichen, offensichtlich wohl doch den Eindruck erwecken, als würden sie ihre eigene Verjüngung, wohlgemerkt vor allen Dingen die eigene Verjüngung, mit Wasser ein bisschen mehr nachversorgen, weil eigentlich sollte dann in vielen, gerade in den älteren Wäldern, zu erwarten sein, dass da auch noch mehr gestorbene Verjüngung rumsteht, also gestorbene Jungbäumchen, die mit ihren Wurzeln mit Sicherheit nicht bis ins Grundwasser reichen, beziehungsweise zu den Bereichen, wo jetzt noch Wasser im Boden zu finden ist, und die müssen quasi von anderen Bäumen weiter versorgt werden, weil anders wäre das nicht zu erklären. Zwar haben die auch einen geringeren Wasserverbrauch, selbstverständlich, aber das ist schon verdächtig. Es ist schon verdächtig. Ja. Generell natürlich die Insekten, die sind alle, viele von denen sind natürlich so ein bisschen auf Wasser angewiesen, gerade die, die eben im Wasser brüten bzw. ihre Eier ablegen oder nah am Wasser. Und selbstverständlich haben auch sämtliche Amphibientiere wahnsinnige Schwierigkeiten, sprich die lieben Fröschchen und die Mölchlein, noch jetzt vernünftige Wasserflächen eben zur Eiablage zu finden. Es hat durchaus einiges an Amphibien gegeben, noch aus dem Bereich des Frühjahrs raus. Da war ja schon ein bisschen was unterwegs, gerade in den feuchteren Bereichen des Waldes. Aber die Krötenwanderung ist dieses Jahr, glaube ich, relativ gering ausgefallen. Da darf man sich auch so langsam mal wieder ein wenig Sorgen um die armen Amphibien machen. Da hat man ja auch viel für den Schutz von denen getan, diese ganzen Krötenauffangzäune und so weiter, also entlang von großen Straßen mit den freiwilligen Froschaufsammlern und so weiter. Da wurde ja wirklich viel gemacht, dass da in Sachen Straßenverkehr nicht mehr so viel passiert. Aber das ist jetzt schon alles bisschen schwierig. Ne? Generell hat ja die Amphibienpopulation deutschlandweit sehr, sehr, sehr stark abgenommen, was auch der Grund ist, weshalb ja dann auch erstmal der Storch vom Aussterben entsprechend bedroht war und es kaum noch Störche gab, weil die ja klassisch, so habe ich damals, als ich klein war, auch noch gelernt, Frösche fangen und Frösche essen, was dann nicht mehr ging, weil es kaum noch Frösche gab, jedenfalls nicht genug Frösche, um nennenswerte Mengen an Störchen entsprechend zu ernähren. Jetzt haben sich zwar die Frösche wieder erholt inzwischen, ein wenig, aber überproportional viele Störche sind auch zurückgekehrt, was eher daran liegt, dass die Störche gelernt haben, okay, Frosch gibt's nicht mehr, lass uns Mäuse fangen. Und es halt eine Weile gedauert hat, bis die Frösche quasi richtig gelernt haben, okay, wie fängt man denn jetzt Mäuse, wo es keine Frösche mehr gibt? Oder speziell halt eben überwiegend Mäuse. Meine Fresse, ist das wieder ein Luftverkehr, wo ist meine Flak? Den Pfeil finde ich nie wieder, wenn ich das mache. Also lassen wir es lieber. Gut. Ja, die lieben Tiere, ne? Also einzelne Arten haben wirklich Schwierigkeiten. Insbesondere schwierig eben für die Bodenbewohner, für die Wasserbewohner selbstverständlich, natürlich. Und das potenzielle Fischsterben habt ihr mitbekommen. Ne? Also zum Beispiel, wenn die Wassertemperatur über, was war es, 26 Grad, irgendwie sowas steigt, warmes Wasser kann weniger Sauerstoff speichern. Also in fischverfügbarer Form, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also ab einem gewissen Level von Wassertemperatur dampft da der Sauerstoff so schnell raus, dass die Fische quasi ersticken. Das ist kleinräumig jetzt schon vorgekommen. Aber da die Hitze jetzt doch nicht so groß gewesen ist, wie man ursprünglich mal befürchtet hat, also Rekordtemperaturen haben wir ja wenig bis keine, hält sich jetzt das Fischsterben temperaturbedingter Art, dass die ersticken, hält sich in Grenzen. Viele andere Probleme im Wasser, wir haben jede Menge Algenblüte, also sprich Cyanobakterien in verschiedenen Gewässern, in denen man jetzt definitiv nicht schwimmen sollte, was aber auch für viele andere Wasserbewohner, die da gar nicht schwimmen, die da schwimmen gehen müssen, weil sie halt nun mal Wasserbewohner sind, zum Problem werden kann. Auch sehr problematisch ist die Dürre dann natürlich für wasserbewohnende Säugetiere wie so ein Biber, ein Fischotter haben wir ja auch nur ganz selten mal. Aber wenn wir einen haben, dann braucht der entsprechend Wasser. Oder auch Wasservögel natürlich. Die haben da auch langsam ein wenig Schwierigkeiten, weil denen einfach die Wasserfläche ausgeht. Die nimmt ja doch deutlich ab. Aber das ist auch alles noch nicht so dramatisch. Für den Biber wäre es zum Beispiel schwierig, wenn der Eingang seiner Biberburg trocken fallen würde, weil der Wasserstand so weit sinkt. Normalerweise ist der Eingang der Biberburg immer unter Wasser. Die tauchen dann da rein und gehen dann ihren Tunnel hoch und dann hocken sie da gemütlich in ihre Behausung
und machen das, was Biber halt so tun, wenn sie in ihrer Behausung hocken, also größtenteils fressen. und ja, aber wenn der Eingang natürlich trocken fällt, dann könnte ja theoretisch ein Feind reinkommen und den Biber in seiner Burg entsprechend bedrängen. Jetzt ist es aber so, dass der Biber bei uns nicht wirklich natürliche Feinde hat. Der ist viel zu groß, ein Fuchs traut sich da nicht dran. Und Wölfe, nee, die haben Besseres zu tun, als jetzt Biber zu fangen. Beziehungsweise man könnte jetzt vielleicht noch den Luchs, aber der Luchs holt sich auch keinen Biber. Also so ein Biber ist eigentlich relativ sicher. Die haben auch da, wo es größere Tiere gibt, die potenziell in der Lage sind, einen Biber zu erlegen. Kaum Schwund durch Prädation, also von daher. Aber Wasser fehlt so einem Biber halt schon. Wobei es natürlich sein könnte, dass er mit seinen Staudämmen das eben entsprechend wieder adaptiert und dafür sorgt, dass da, wo er Wasser braucht, dann auch Wasser da ist. Dass also seine Biberburg schön weiter im Wasser liegt, weil er halt seinen Staudamm eben entsprechend ein bisschen höher gebaut hat dann zu diesem Zwecke. Das wäre also durchaus vorstellbar, dass der Biber da entsprechende Anpassungen vornimmt. Ja, und die Vögel hatten wir ja schon größtenteils angesprochen. Die Standvögel haben halt am ehesten ein Problem und auch die allseits beliebte Wasseramsel oder so ein Eisvogel oder solche, gerade so die kurioseren, etwas selteneren, am Wasser lebenden Vögel, die haben dann natürlich so ein bisschen ihre Schwierigkeiten, auch wieder eben wegen dem nachlassenden Wasserpegel. Andererseits ist dann wieder einfacher, bei weniger Wasser an den entsprechenden Fisch ranzukommen, den man gern vertilgen möchte. Das hat dann also auch ein gewisses Maß an Vorteil. Ja, so summa summarum ist für die Tiere so eine einzelne Trockenperiode nicht so dramatisch. Schwierig wird es natürlich, und das gilt selbstverständlich auch für den gleichen Maße für die Pflanzen und generell die Natur, wenn sowas halt wirklich regelmäßig öfter vorkommt und zunimmt, und das wird es. Da muss man halt eben schauen, dann wird nach und nach derjenige aussterben, der an Trockenheit am schlechtesten angepasst ist. Also zuerst die, die da wirklich überhaupt nicht mehr klarkommen, dann die, die da nicht besonders gut mit klarkommen, und am Ende bleibt nur noch der übrig, der da halt eben vergleichsweise gut mit klarkommt. Das wird die Artenzahl im ersten Moment erstmal deutlich reduzieren. Egal, es ist grundsätzlich ja so, die Artenzahl hängt immer davon ab, wie konstant ein Lebensraum in gleicher Ausprägung verfügbar ist. Soll heißen, ein tropischer Regenwald, der ein paar Millionen Jahre alt ist, hat halt eben eine entsprechend hohe Biodiversität, weil das Leben einfach Zeit hatte, für jeden Meter Wald, jetzt so stockwerktechnisch gesehen, eigene Lebensformen hervorzubringen. Ne? Und wenn jetzt die Trockenheit von jetzt auf gleich innerhalb von 20 Jahren wahnsinnig zunimmt, dann ist keine Lebensform... So langfristig gesehen gibt es natürlich jede Menge Tiere, die mit dieser Trockenheit langfristig nicht zurechtkommen. Da werden zum Beispiel die Amphibienzahlen deutlich zurückgehen. Da werden die Zahlen an sonstigen wasserlebenden Tieren deutlich zurückgehen. Da werden die Vögel teilweise einfach wegbleiben, die Zugvögel, und gar nicht erst bei uns, zu uns fliegen, sondern sich andere Sommerquartiere bzw. Winterquartiere, je nachdem, eben entsprechend suchen. Da werden jede Menge Anpassungen notwendig sein, und diejenigen, die es halt nicht schaffen, sich rechtzeitig genug anzupassen, wenn solche Trockenheitsereignisse eben entsprechend häufiger werden, die bleiben natürlich auf der Strecke und die werden dann langfristig gesehen auch irgendwann aussterben. Das gleiche gilt natürlich auch für die Pflanzen. Also eine kurzfristige Dürre, mit denen kommen insbesondere Tiere meistens noch ganz gut zurecht. Gerade die größeren, anpassungsfähigeren Tiere haben da wenig Schwierigkeiten. Die kleinen, die nicht groß weg können und wirklich mit ihrem Lebensraum sehr, 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 sehr eng verbunden sind und wenig Anpassungsfähigkeit eben besitzen, die haben größere Schwierigkeiten, und die werden mit Sicherheit nach 2-3 Dürrejahren in Folge wahnsinnig stark dezimiert sein. Und dann wird es lange, lange, lange dauern, bis sich deren Population erholt. Generell reicht auch eine Dürre aus, um die Population eines dürreempfindlichen Tieres sehr, sehr stark zu reduzieren. Also bestimmt um, je nach Tierart, 90% oder was, ist durchaus vorstellbar, dass dann wirklich nur noch einige, die das Glück hatten, halt in der Nähe vom Wasser zu wohnen, dann nur noch überlebt haben. Und das Ganze kann dann wirklich relativ schnell ziemlich dramatisch werden. Man sieht es nur nicht.
Die betroffenen Viecher sind meistens eben die im Boden oder im Gewässer, also immer die, die man nicht so sieht. Könnte spannend werden, aber schauen wir mal. Ja, im Wesentlichen war es das auch, also was mir jetzt spontan eingefallen ist. Noch mehr Viecher fallen mir jetzt gerade nicht so nennenswert ein und dementsprechend beenden wir das Thema an der Stelle auch, was die Tiere eben entsprechend bei der Hitze machen oder ob sie da alle sehr große Probleme haben. Teilweise gibt es auch ein paar Gewinner der Trockenheit, weil halt eben manche Bäume mehr fruktifizieren und wer dann zum Beispiel gerne Eicheln isst oder darauf spezialisiert ist, hat dann natürlich gewisse Vorteile und so wird es auch ein paar Sieger sozusagen geben dieser Dürre, aber es ist nicht einfach für die allermeisten und sehr schwierig für viele. So, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.